Der Frust saß tief bei den Stuttgarter Kickers. Beim stark ersatzgeschwächten Tabellennachbarn Offenbacher Kickers hatten sich die Blauen so richtig was ausgerechnet. Eine Unbeherrschtheit von Ryan Malone, der dafür auch eine Geldstrafe bekam und seitdem bei der U23 trainiert, führte aber dazu, dass die Kickers auseinanderbrachen und mit 0:2 verloren. Das ist eine Geschichte, die uns im Abstiegskampf nicht nochmal passieren darf. Das wissen die Jungs auch, das hat uns das Spiel gekostet und umso frustrierter war ich. Einsatz, Wille, Teamgeist, all das fehlt den Blauen scheinbar in dieser Saison. Das Team scheint ordentliche Einzelkönner zu haben. Jungs, die für das Kickers-Kar Gras fressen, scheinen aber zu fehlen. Aber genau die braucht man natürlich im knüppelharten Abstiegskampf der Regionalliga. Wir haben die Tugenden. Wir hätten nur die rote Karte nicht kriegen können. Das war der absolute Schlüsselmoment. Und wenn man 60 Minuten in Unterzahl spielen muss, auswärts in Offenbach, ist es für alle schwer. Sie wollen aber auch ein bisschen, dass die Spieler auch ein bisschen mehr mitmachen, oder? Selber. Also, dass es keine brave Truppe ist, sondern dass da auch wirklich Leben und Feuer drin ist. Ja, wir sind eine recht ruhige Truppe und deswegen müssen wir das zusammen auffangen. Ja, dass wir noch mehr Leben auf dem Platz haben, dass wir noch mehr miteinander sprechen, das ist schon auch Richtung Samstag sehr wichtig. Ausgerechnet jetzt kommt es am Samstag um 14 Uhr im Gazi-Stadion auf der Waldau zum Stadtderby gegen den VfB 2. Die kommen mit 5 Siegen in Folge und demzufolge extrem viel Selbstvertrauen im Gepäck über den Neckar. Ja, wir gehen in das Spiel wahrscheinlich nicht in der Favoritenrolle. Ja, der VfB ist in einer guten Verfassung, sehr technisch, sehr starke, begabte Mannschaft. Und wir müssen einen Weg finden, um denen das Leben verdammt schwer zu machen. Wir müssen sehr gut verteidigen, wir müssen sehr konzentriert sein und zusehen, dass wir unsere Chancen, wir haben ja bisher in jedem Spiel, auch in der Rückrunde, die Chance immer zum 1-0 gehabt, haben die aber nicht genutzt. Und es wird Zeit, dass wir einfach mal eine von diesen Dingern nutzen, dass wir in Führung gehen und dann auch ein bisschen befreiter aufspielen können. Ein Sieg in einem Derby könnte bei den Kickers viele positive Folgen haben. Die Fans wären wieder zufrieden, das Selbstvertrauen der Spieler würde wieder ein wenig steigen. Bei einer Niederlage und dann nur noch 8 ausstehenden Spielen würde die Situation der Blauen aber mal so richtig bedrohlich werden.